Schau mal den schönen Baum an. Super. Ja, gelbe Blumen, blühender Baum. Und ich bin der Markus Raum. Nimm dich jetzt mit in den Wald zum Ameisenkartieren. Jo. Doch, bevor es losgeht, zeig dir was. Ich habe dir schon mal gezeigt. Ah ja, Servus aus der Oberpfalz. So habe ich, glaube ich, gar nicht gesagt, weil die Einleitung mit dem Baum so cool war. Ne? Da ist ja so ein Köhlerhütten, oder was immer, das ist ein Hitz für Hütten. Und da kurz in diesen, Alter. Das ist so ein Ziegelofen. Ja, das ist so ein Ziegelei gewesen. Aber das ist komplett verwachsen und kein interessiert das mehr scheinbar. Ne? Das ist auch noch so ein Ding. Da haben sie so Ziegel gemacht oder irgendwas mit Lehm. Ja, und da ist halt die Hütte. Zeigt eine andere Ansicht von der Hütte. Ja, das werden wir Hütten. Hey. Weil sie im Wald wohnen, das ist cool. Hey. Ne, kannst du nicht. Das ist ein cooler Baum. Ja. Genau, so, aber jetzt nichts wie rein in den Wald, bevor die Hexe kommt. Da ist ein Nest, da ist keine Ameisen drauf. Also, da waren zwei Ameisen, ja, habe ich gesehen. Und zwei rote Waldameisen. Ja. Also, das ist ja absterbend. Ne? Und da drüben ist nochmal eins, da ist überhaupt nichts drauf. Ja. Und also ich erzähle dir was, das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Nest zu tun, aber Ameisen ist nicht fähig, dass was ist. Allein, die braucht quasi immer andere Ameisen. Ne? Das heißt, die Ameisen leckt halt Honigtau, tut es in sich rein, kann es aber nicht, kriegt es aber quasi nicht in den Magen rein, ne? Weil das halt nicht geht. Erst wenn zwei Ameisen mit dem Mund so zusammen dann, geht wie so eine Art Ventil auf und dann kann der Ameisen essen und der Ameisen. Das heißt, halt so eine Waldameisenart, der kann halt einfach allein nichts essen. Ne? Also selbst wenn der Bauch voll ist, kriegt es das Zeug nicht. Ne? Und darum ist es so, dass halt eine Ameisen verhungert. Ja. Und wenn du jetzt eine Ameisen mitnimmst, dann verhungert die. Die braucht quasi andere. Und wenn so ein Ameisennest ausstirbt, werden sie im Endeffekt immer weniger. War halt nichts zum Essen. Kriegen für sich selber und dann sterben die halt aus, ne, wenn keine Dinge mehr nachkommen. Und ja, komischerweise habe ich da jetzt zwei Ameisen gesehen. Das werden jetzt nicht die letzten zwei sein, aber so ist halt das. Ne? Kalkige Waldameisen, Riesennest. Ja. Da nehmen wir nochmal eins, weil die Kolonien bilden. Bin ich über die Straße gegangen, weil das andere ist halt über der Straße. Das ist auch kahlrückige Waldameisen. Ja. Und jetzt, also das ist leer. Ja. Da ist nichts drauf. Aber da hinten ist nur ein Ameisennest. Ja, das schauen wir jetzt erst einmal an. Ja, am Weg der Tür habe ich jetzt nochmal ein Ameisennest entdeckt. Das ist ein Riesending. Also episch groß. Das ist aber leer. Ja. Da ist nichts. Nichts los. Und da. Au. Ach Gott, Alter. Ja, da ist jetzt so ein Weg. Und da ist ein Nest. Schauen wir jetzt einmal hin. Habe ich mal ein Reh gesehen, Alter. Ja, tatsächlich. Das erste Viech im Wald heute war ein Reh. Ein Weißarsch, ja. Sugar Reh. You know? Genau, das ist ja ein deutscher Flock. So, okay. Schauen wir nochmal hin. Was da los ist, hey! Was da so los ist! Ja, da ist was los. Also da hinten ist was los. Da ist weniger los, aber das gehört im Endeffekt alles zusammen. Die bilden auch. Ich tippe mal auf kahlrückige Waldameisen. Wenn ich dazu nichts mehr sage, weiß ich auch nicht. Ja, und da ist da vorne auch noch wahrscheinlich ein Nest. Aber ich check jetzt das erste Mal aus. Also kahlrückige Waldameisen. Da habe ich da noch eins gesehen. Das ist ja. Das ist 40 cm ja, und 20 cm auch, also das ist jetzt quasi auch im Entstehungsprozess. Ja. Und das da ist auch kahlrückige Waldameisen. Aber jetzt schau ich mal, ob ich sonst irgendwas sehe, weil das ist ja kein Ameisenflug, ne? Sondern ein Flug aus dem Wald. Vielleicht sehe ich noch einen Yeti, ja. Oder so ein Walddämon. Aha, oder ein UFO, oder keine Ahnung, ein paar Nackerti. Ein Nest der kahlrückigen Waldameise. Ja.
war mal größer, das ist zugewachsen, jetzt bauen sie halt wahrscheinlich mehr davon, haben sie mehr Licht. Ne? Und jetzt pass auf. Ja, das ist auch ein Riesennest, der kaltrückigen Waldameise. Ja, geht auch. Da springe ich noch weiter hinter. Da hat Blut auch nicht. Ja, dann durch das Dickicht hindurch. Grünsnest der kaltrückigen Waldameise. Grünsnest der kaltrückigen Waldameise. Und jetzt schauen wir her, was soll ich da machen? Ja, das kannst du mit der GoPro schon sehen. Da dann da Zweige auf. Ja? Zweige von der Fichte. Und von der Lerche. Was soll halt warm? Da haben wir da lauter Zweige, ne? Okay? So, pass auf. Dann, das ist hier. Das ist auch die kaltrückige Waldameisen. Ja? Ich weiß nicht, ob du sie siehst. Da, ne? Und jetzt gehe ich mir dafür und dann zeige ich was. Und das, was du jetzt quasi da siehst, das sind eigentlich Fake News, ja? Weil ich die Ameisen zeige. Aber du weißt nicht, wie weit ich und wie lange ich da unterwegs bin, dass ich Nester finde. Jetzt schaut das halt so aus. Hey, der zeigt dir da auf 10 Minuten 100 Hafer. Der Nester, ja, ist schon klar. Aber die Wahrheit ist, dass das nämlich so selten ist, dass du quasi auf sowas stößt, ja? Jo, und drum ist nicht so, wie es scheint. Also, glauben wir's, diese Arbeit, die ist zu viele. Ne? Dann, das ist auch die kaltrückige Waldameisen. Und was ich dir zeigen will, ja, was du jetzt auch echt siehst, ist quasi dieses Nest. Ja, im Gegensatz zu dem anderen Nest, formen die ihr Nest mit anderen Sachen. Ja, das schaut aus wie so Holzspäne, die sind aber halt andere Samenzeichen, was sie halt da finden, ne? Genau. Und somit baut halt die Ameisen generell einfach ihr Nest anhand von dem, was sie halt in dem Gebiet zusammentragen. Alter! Ja, ich habe jetzt das ganze Zeug ausgemessen und so. Das ist zum Beispiel ein Nest der Wiesenwaldameisen, gell? Ist unter so einer Buche, da ein lauter Buchen, ja? Und was cool ist, schau mal, wenn das Nest raussticht, weil die halt, das zeigt er, ja, der richtig schön zusammentragen und sich dann kontrastmäßig da voll anheben. Ja? Schön. Jo. 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 Ich glaube, das weiß ich sowieso, weil das wird mir wieder viel zu lang. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch finde. Da hinten ist, glaube ich, ein alter Kohlemeilerplatz gewesen, aber das sei das nächste Mal, wenn ich da an sich, weil ich bin mir nicht sicher. Und ja, genau, da habe ich jetzt so da und denke, da geht es nicht hin. In dem Sinne, danke fürs Anschauen, danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Ne? Aus dem Wald.